Elektro mit C-Sport.de. Hallo liebe Elektrosportfreunde, heute haben wir das Godbay MCM4 für euch. Und ja, das war lange angekündigt, hat sich etwas verzögert, weil wir ein paar Qualitätsprobleme hatten, aber jetzt ist alles super mit dem Rad und ihr könnt es auch bei uns im Shop bestellen. Doch vorher schaut euch mal den Test an, den wir für euch gemacht haben. Das MCM4 ist ein 14 Zoll Rad und hat einen 800 Watt Motor. Der Akku beginnt bei 340 Wattstunden oder aber die 680 Wattstunden Version. Ja, und mit 340 Wattstunden, da wiegt das MCM4 12,4 Kilogramm. Die Bedienelemente im Rahmen sind fast gleich geblieben, bis auf eine Kleinigkeit. Ja, fangen wir mal an. Wir haben hier die Ladebuchse, den Ein-Ausschalter und eine USB-Buchse und die ist jetzt natürlich neu. Und was macht man damit? Natürlich, man kann das Smartphone oder ähnliche Geräte damit laden. Der Ein- und Ausschalter dient außerdem dazu, die LED-Modi zu bestimmen. Das ist dieses Lauflicht drumherum und diese LEDs sind übrigens richtig schön hell. Die LED-Modi funktionieren folgendermaßen. Wenn ihr das Gerät einschaltet, zeigt es den Akkustand an von grün, orange bis rot. Wenn ihr einmal kurz drauf drückt, dann gibt es eine Art Lauflicht mit wenigen bunten LEDs. Wenn ihr noch einmal drauf drückt, dann gibt es schon mehrere bunte LEDs, die sich mitbewegen. Wenn ihr nochmals drauf drückt, dann kommt so ein kleiner weißer Streifen, der sich autonom bewegt, also unabhängig von eurer Bewegung. Und wenn ihr dann ein letztes Mal drauf drückt, dann habt ihr einen komplett weißen leuchtenden Ring, sozusagen als eine Art Beleuchtung und auch, dass ihr gesehen werdet. Wie gesagt, immer nur kurz drücken, dann ändert sich dieser LED-Modus und wenn ihr länger drückt, dann geht das Rad ein oder aus. Das MCM4 kann 30 Stundenkilometer schnell fahren. Nun in unserem Freilauftest mit der App haben wir das Ganze mal getestet und da sind wir hier auf 35 km/h gekommen und dann schaltet das Rad nach kurzer Zeit ab. Das ist also immer eine Sicherheitsreserve, so dass ihr nicht gleich hinfällt mit dem Rad, falls ihr doch mal etwas zu schnell seid. Dafür gibt es ja aber eigentlich auch die Warnstufen in der App und zu denen kommen wir später. Ja, und was das Rad in der Praxis fährt, das zeigen wir euch mal hier. Ihr wisst ja, wir fahren das Rad nie ganz aus und wir haben hier eine Geschwindigkeit von immerhin 27 km/h gemessen. Die Pedale, die sind diesmal neu und das kennen wir schon so ein bisschen vom Ninebot. Das sieht natürlich viel besser aus, ist doch etwas rutschfester. Leider muss ich euch sagen, wenn das nass wird, auch wie beim Ninebot, ist es nicht mehr ganz so rutschfest, aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu den alten Pedalen. Der Griff ist schön massiv und man hat den Eindruck, man kann das Rad richtig gut packen. Leider ist natürlich auch dieser LED-Ring da drunter und diese recht glänzende Oberfläche ist natürlich bei einem Sturz leider nicht besonders gut geschützt und zerkratzt dann im Zweifelsfall auch sehr schnell. Aber das kennen wir vom Ninebot ja auch nicht anders. Und wer eben ein schickes Rad haben möchte, der sollte versuchen, damit möglichst gut zu fahren, damit er nicht hinfällt und das Rad eben zerstört. Die Akkuanzeige, die fehlte übrigens und die geht ausschließlich entweder über die App oder aber über diesen LED-Ring, wie ich euch gesagt habe, in grün, orange und rot und so zeigt euch das Rad immer an, wie voll es ist.
Zu den Alarmstufen. Das ist wie bei den alten Godways nur etwas umbenannt, denn wir haben ja auch eine neue App übrigens. Ja, und da heißt das jetzt Close First Alarm oder Close Second Alarm. Das bedeutet, der erste Alarm, also die erste Warnstufe bei ca. 23 km/h, die kann man damit ausschalten oder auch die zweite Warnstufe bei 25 km/h. Jedoch die dritte Warnstufe bleibt immer an, denn das ist wichtig, dass ihr wisst, wann das Rad am Limit ist und ihr im Zweifelsfall nicht stürzen könnt. Ja, was aber neu ist, ist der Pedaltilt. Den könnt ihr diesmal auch einstellen und somit habt ihr nochmal ein mechanisches Feedback, wenn das Rad also am Limit ist und ihr wisst, okay, jetzt muss ich vorsichtig sein, ich bin bald an den 30 km/h dran und darf jetzt nicht schneller fahren. Wenn ihr dann wieder Open Alarm drückt, ja, dann gehen wieder alle Alarme an und das Rad ist so wie im Auslieferungszustand. Was die App angeht, die ist neu, verbindet sich sehr schnell diesmal. Ihr müsst nicht extra vorher ein Pairing machen, das könnt ihr direkt aus der App diesmal tun. Und die Vibration, die ihr vielleicht von der alten App kennt, die gibt's nicht mehr. Also euer Handy vibriert nicht mehr im Zusammenspiel mit dem Rad. Ich weiß nicht, wer das genutzt hat, ich nicht. Das ist aber nochmal da hinzuzufügen, dass diese Funktion nicht mehr da ist. Ja, Fazit vom MCM4, ein wirklich stylisches Rad. Die LEDs sind richtig hell, nicht so dunkel wie beim Nineboard. Die Pedale wurden verbessert. Einzig das Gehäuse ist etwas dicht am Reifen dran und das bedeutet, es ist nicht wirklich Offroad-fähig, aber es ist immerhin ein schicker City-Flitzer und sehr kraftvoll. Die 800 Watt machen sich wirklich bemerkbar und meine erste Testfahrt, die hat gleich richtig Spaß gemacht. Ich habe mich sofort sicher gefühlt. Insofern, ihr werdet bestimmt auch Freude mit dem Rad haben. Und ja, bestellt es einfach in meinem Shop. Ich würde mich freuen. Elektro mit C-Sport.de